Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt im Grunde genommen weiter. Bin gerade in meiner Level-Ecke. So. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon gelevelt. Ein bisschen was trinken. Und zwar hatten wir... Tarnung, glaube ich, oder? Kann sein, dass ich ein Tarnungslevel-Up habe. Glaube ich schon. Da hatte ich ja 0, glaube ich, oder? Naja, ist doch egal. Dann habe ich, glaube ich, Schleifen... Schleifen. Wir haben das Schleifen hier gelevelt, Freunde. Ja, 26 hier, die 3 sind schon mal halbe Torte, das ist gut. Ja, warte mal, der soll sich nicht übersaufen hier. Ich muss da nebenbei gucken. Und Durchhaltevermögen ist bald auch wieder soweit. Das finde ich auch gut. Mal gucken, ob ich dann mehr ja, Ausdauer oder sowas kriege. Wir haben ja jetzt irgendwie 65 oder was? 64. C64. Müssen wir uns mal merken. Eselsbrücke, falls ich da nicht dran denke, wenn ich mal hier einen Sprung habe. Vielleicht kriegen wir dann ja dort mehr Punkte dazu oder so, ne? Mal gucken, Leute, mal gucken. Ja. Ansonsten waren wir da stehen geblieben, wo wir stehen geblieben waren, im Grunde genommen. Wir bauen ja hier unser Baumhaus jetzt. Wir haben das ja, ja, im Livestream technisch schon mal ein bisschen angefangen. Ja, warte mal. Ja, genau, Phil. Wer im Livestream dabei war, also ich hatte da so einen Bug irgendwie, ich bin losgefahren und dann auf einmal nicht gefahren, sondern geflogen. Und zwar, keine Ahnung, 10 Kilometer nach oben und so und dann rückwärts da so schön hin. Und ja, wir wissen, dass da die Wand ist, die da überhin geflogen. Kann man schön sehen, bei circa 6 Stunden 12 oder so, irgendwie so den Dreh, 6 Stunden 20, irgendwo da, dann muss das sein, wo ich hier auf einmal losfahre und hochfliege, könnt ihr gerne mal sehen. Ja, dadurch haben wir natürlich das Auto komplett verloren, alles, was da drin war. Wir haben, mein ganzer kompletter Charakter ist verschwunden. Ziemlich doof. Ich habe mir jetzt versucht, hier wieder was ein bisschen neu zu machen. Ich hoffe, dass ich, ja, bestimmt nicht alles wieder habe, aber keine Ahnung. Man kann sich da so irgendwie nicht alles merken, was man da hatte. Ich weiß auch nicht mehr genau, was wir alles im Auto hatten und so weiter und so fort. Nur damit das hier weitergeht bei uns im Video, sonst ist das ein bisschen schwierig immer, ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Aber ihr könnt das alles wirklich sehen im Livestream auf Twitch, der ist ja öffentlich, diese Folge, wo mir der ganze Rotz passiert ist. Die einen hat es gefreut, ich war ein bisschen entsetzt, ich weiß nicht, warum ich auf einmal weggeflogen bin. Aber ist halt so, ne? Ja, so, jetzt kommen wir mal zum Baumhaus. Hier sieht man es schön, sehr schön. Hier haben wir eine Wand gezogen, beziehungsweise nach dem Livestream hat Jasmin weitergebaut. Sonst kommen die hier in unseren inneren Ring rein quasi. Und das ohne C4, das wollen wir natürlich auch nicht. So. Unsere Festung sieht schon geil aus. Na, hier kann man nochmal sehen, wie das Ganze so ausschaut. Unser Baumhaus. Könnt ihr selber auch machen. Ihr müsst ja auch nicht so groß bauen, um Himmels Willen. Das geht ja alles klein, ne? Das würde auch auf 4 Plattformen gehen. Wir haben hier, keine Ahnung, 10 oder sowas. Das ist wie so eine Decke, ne? So eine Falle, wo die Decke dann runterkommt, weißt du? Voll gruselig. Bei Resident Evil war das, glaube ich, immer, ne? Oder? Und dann? Ja, es ist ein Baumhaus, weil das Ganze ist aufgehangen an diesem Baum hier. Ihr seht's. Und das scheint auch stabil zu halten. Bis hier wird ein Zugang halt zu unserer Hütte irgendwie. Da müssen wir mal gucken, wie wir da dann rankommen. Aber da müssen wir warten, wenn der Bauexperte, dann unser Architekt wieder da ist. Da hat er auch nicht immer Zeit. Und hier ist dann der Zugang irgendwie hier. Guck mal, hier ist nochmal ein Baum. Da könnten wir nochmal ein Baumhaus irgendwie hochbauen. Keine Ahnung. Also wir wollen nur einen Zugang schaffen von dieser Base darüber. Und das machen wir irgendwie hier. Ich lasse mich überraschen. Also das ist noch lange nicht fertig. Das sind auch nur Grundgerüste. Die werden dann noch zerstört hier und so was alles. Da lassen wir mal den Dr. Professor Carsten das mal zu Ende machen. Ich klappe dann nur Baumstämme und Bretter und dann ist gut. So ein Arbeitslakai. Ja, wie sieht es hier aus? Kettensäge. Ja, da ist auch nichts mehr drin. Dann können wir den Wagen nehmen, wa? Ich glaube, der braucht nochmal Sprit, ne? Ein Ersatzkanister oder was? Mann. Spiegel hängen geblieben. Warte mal, ich muss so. Boah, jetzt bin ich total eingekesselt hier. Eingekesselt und eingekeilt. Dann habe ich noch Autos verschenkt und Quatsch tatsächlich im Livestream, wer nicht dabei war. Pech gehabt. Also es lohnt sich immer mal wieder dabei zu sein. Ähm.
Ja, die sind alle weg, Alter. Hier war ein ganzer Haufen vor der Tür. Ich hatte die Leute alle eingeladen halt. Und das wurde dann auch anscheinend gut genutzt. Lul. Also, dass mal wieder ein bisschen mehr Autos in der Welt sind. Und dann, wie gesagt, wenn einer kein Auto hat, dann gibt ihnen da mal was und dann ist gut. Nicht, dass einer jetzt hier drei Autos hat oder so, das ist Blödsinn. Das muss ja auch gar nicht sein. Ne? Aber vom Server her ist das schon gewollt, dass die Leute hier sehr mobil sind. Ne? Ich find's doof, wenn wir hier nicht Auto fahren können oder so, weil... Die anderen sollen auch mal in die Luft fliegen, 10 Kilometer hoch. Also sowas Bescheuertes. Ich habe nur Gas gegeben, ne? Und dann wie eine Rakete. Heide Witzke, Alter. Das muss ich mir eigentlich nochmal, muss ich dann ein Video draus schneiden. Wenn ich dran denke. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Das war zu bescheuert einfach nur, ey. Stellt euch mal vor, ihr seid komplett ausgerüstet, fahrt los und fliegt auf einmal nach oben und dann noch über diese blöde Mauer da hinten rüber. Es wäre nämlich auch interessant gewesen, was passiert wäre, wenn wir, naja, hier gelandet wären, ne? Ob ich denn zerfetzt wäre oder ob der Wagen explodiert wäre oder sowas, das wäre auch nochmal aufregend gewesen. Aber nein, es sollte nicht so sein. Ich bin tatsächlich über die Mauer außerhalb des Spiels geflogen und da explodiert man automatisch dann nach einer Zeit. Das haben die so eingebaut. Ja. Schade eigentlich, ne? Sonst hätte ich da ein bisschen rumfahren können außerhalb der Karte. Wenn ich dann nicht kaputt gegangen wäre beim Landen, ne? Lul. Mann, immer diese kleinen Zacken da im Boden oder was das für ein Scheiß ist. Knapp 10 Leute haben wir jetzt online. Wir haben es gerade tatsächlich 13 Uhr. Ja, wieder ein bisschen früher dran, ne? Ich habe gestern Abend aber auch versucht, direkt nach einem Livestream dann noch so ein Video zu machen, aber ich hatte 3 total Error da irgendwie. Und dann kann ich das, habe ich auch keinen Bock mehr. Also das war so blöde. Ich weiß nicht, warum das so war. Hintereinander, so dass ich auch keine Aufnahme dann zustande gebracht habe, ne? Voll ätzend, Alter. Der Server war voll, 40 Leute da quasi. Und ich konnte nichts aufnehmen, weil da immer fatal Error kam nach ein paar Minütchen. Also es dauerte nicht lange, ne? Dann hatte ich auch noch ein drittes Mal, hatte ich auch keine Lust mehr. Das dauert immer so lange zu laden, das Spiel, wisst ihr? Da habe ich gesagt, nee, heute sollst du aufhören, geh mal früh ins Bett und dann ist gut. Obwohl halt viel los war. War schon nice. Hat sich gelohnt, dass ich die Slots erhöht habe auf 40. Dass wir die gleich voll gekriegt haben, hätte ich gar nicht gedacht. Also mein Plan ist jetzt als nächstes dann, wenn 0.5-Patch kommt, Slots vielleicht zu erweitern, auf 50 dann hoch. Ja, wäre das nächste dann mal gucken. Oder halt, wenn wir hier ja tatsächlich Leute haben, die ein bisschen supporten, ein bisschen spenden, Mitglied werden oder halt Subs bei Twitch rausballern. Danach gehe ich dann auch immer, ob ich mir das irgendwie hier leisten kann, da die Slots auf Dauer zu erhöhen oder nicht. Na, ihr wisst ja, jeden Monat muss das bezahlt werden, der Server, und nicht. Deswegen nützt er nicht eine Donation, es sei denn, sie ist mega fett. sondern da müsste immer wieder was kommen. Deswegen finde ich Mitglieder ja so gut. Na? Also stabile Stammleute hier, die hier zocken und sowas, die sollen sich echt mal ein bisschen genötigt fühlen, Grenz. Mitglied. Eine Mitgliedschaft hier abzuschließen auf meinem Channel. Denn ich glaube, wir alle haben da doch was von, ne? Wenn wir hier die Slots erweitern. Aua. Wie konntest du nur? Und ihr aufstehen. Zahle ich euch. Lümmel. Lebst ja noch. Lump. Aus. So. Finger weg. Ah, bisschen Ausdauer holen. Na, siehst du wohl. No problem. Unsere Ninja-Bandit. Aber wie gesagt, ich muss auch erstmal wach werden oder wie auch immer. Oh, ich bin da schon eingesteckt. Oh, Gott sei Dank. Guck mal, hier, mein Gürtel ist gar nicht fertig. Leute, was ist hier los? Irgendwas habe ich bestimmt vergessen, aber ist halt so, ne? Keine Ahnung. Ich habe so viel verloren. Leute haben mich geschändigt, geplündert im Livestream. Und danach hat das Spiel mir den Rest gegeben, Alter.
Jo. Scheint keiner zu sein. Wir bekommen auch gleich was fettes Tier. Sieht Gold wert, die Dinger, ne? Päckchen kann man immer mitnehmen. Lagern da zu Hause. Ich war nicht. Ah ja, genau. Hier, guck mal, das stimmt. Hatte ja hier die ganzen Dinger immer, ne? Hier oben, so Dinger hier. Wisst ihr, wie ich meine? Diese Dietriche und so hatte ich da oben immer. Das sah schon ein bisschen leer aus, weil ich hatte immer die Taschen eigentlich ein bisschen voller, ne? Aber man kann sich das einfach nicht merken, Alter. Wenn du von heute auf morgen auf einmal in ein paar Sekunden alles verlierst, dein komplettes Auto und deinen kompletten Charakter, ne? Ja, keine Ahnung, was. Kannst ja nur grob wieder zusammenbasteln, dein Typ, weißt du? Mann, Mann, Mann. Wo ist Tommy? Ich will den mal zur Fackel lenken. Ich will gar keiner. Oh, jetzt fällt sie hinter mir. Ich will das aber auch. Oh, die laufen gar nicht zur Fackel. Mal ändern, ich werde auf 1, ne? Bam, 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 bam. Mann, 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 hier ist was los. Ich bin noch ein bisschen kaputt und müde, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich wollte ich noch früher pennen gehen, aber nicht mal wieder so lange und guck dann so Doku oder sowas. Keine Ahnung. Oder man ist einfach wach und kann nicht schlafen, ne? Man munkelt. War da noch dieser eine hier? Den habe ich aber auch wieder entbannt dann. Den habe ich noch einen Bann verpassen müssen, weil der zweimal mich hier tatsächlich. Alter, man ist im Stream, ne? Und der hat uns hier mit der Schratze irgendwie gekillt, uns Banditen, ne? Ein nach dem anderen immer. Und den haben wir nicht gefunden. Der war irgendwie weit weg oder so, keine Ahnung. Und da aber mit der Schrotflinte halt, wisst ihr? War schon lustig. Ich spreche ich auch gar nichts gegen. Der ist ein bisschen komisch. Er benutzt die Schrotflinte wie eine Sniper. Und das muss wohl diese schwarze Munition gewesen sein, keine Ahnung. Aber dennoch, ja, muss man doch irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das ist ein bisschen zu heftig, findet ihr nicht? Falls es denn so war, ne? Ja, und den zu jagen war schon lustig, aber andererseits, ja, wir waren gerade am Bauen im Livestream und der nervt das. Da ist ja irgendwo einer und der schießt uns immer nacheinander wieder, ne? Also, deswegen haben wir den versucht zu jagen und ja, wo man dann wieder zur Leiche kam, das einsammeln wollte, da hat er schon wieder auf einen geschossen. Also auf dich als Bambi dann. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, ne, das sehen jetzt so viele Leute im Stream, Alter. Und wer sich nicht an die Regeln so ein bisschen hält, ne? Der muss dann auch mal umfliegen. 24 Stunden dann. Kann die Regeln nochmal durchlesen. Sollte jeder tun auf Discord stehen Regeln oben. Das sind gar nicht so viel. Aber so einen Bambi-Schutz gibt es hier schon noch. Das möchte ich nicht, dass die Leute komplett geplündert werden. Und er lebt ja immer noch, Alter. Was ist denn los? Hä? Ja, irgendwie ist mein Charakter heute nicht so fit, ne? Und man braucht ja noch 4 Schläge, Alter. Der mysteriös. Den Pullern? Oh, hoba, hoba, ha. Oh, hoba, hoba, ha. Wubbelig, wubbelig, wupp. Und diese Folgen, die nehme ich ganz gerne immer mal an, Cut. Also ich schneide hier nichts raus, damit wir von Anfang bis Ende sehen, wie wenig Spielzeit ich also auch habe, ne? Damit das auch die Leute mal ein bisschen verstehen. Maximal 25 Minuten so. Roundabout. Wie haben wir jetzt? 14. Gottes Willen, die Zeit, die rennt immer, ne? Und dann ist hier auch schon wieder Ende im Gelände. Dann muss ich schon die nächste Folge machen und diese hier bearbeiten, hochladen und so weiter. Blubberdiblub. Deswegen machen wir auch jeden zweiten Tag sozusagen einen Stream und nicht jeden Tag. Das würde gar nicht gehen, weil ich dann YouTube gar nicht mehr schaffen werde. Das sind die Killer-Dinger hier, Alter. Oh, mein Putzroboter ist fertig. Bip, bip. Der wischt gerade den Boden. Das scheint die Dinger wohl zu sein.
vermuten wir zumindest, wie er uns erschossen hat. Also das instant, als ob ein Sniper auf uns geschossen hätte, ne? Und wenn ich so ein Schrotgewehr schießen höre, dann denke ich auch, ja, das ist Schrottgewehr, ne? Kannst angreifen, der macht eh nichts. Aber von wegen. Ja, guck mal hier, genau das, was wir brauchen. Sehr gut. Finden wir ja noch ein bisschen was. Instant tot bei einer Schrotflinte, Alter. Das war für mich selbst auch neu. Ich war schockiert, wo ich das gesehen habe, ne? Wieder durch jetzt hier, oder? Naja. War schon ein bisschen crazy alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur ein bisschen. Bisschen crazy. Da ist eine Tür auf, Alter. Ist ja gerade einer oder was? Das ist auch offen. Hab ich ja Glück gehabt mit meinen Hallen, wa? Wenn hier überall schon offen ist. Da ist auch. Oh nee. Wieder knicken hier, wa? Hätte ich noch einen Tank da rausgeholt, so einen Kanister. Man Moonkeelt! 300 Punkte? Ja, im Livestream hatte ich 600. Oh Mann, Leute, hier ist was los, ne? Aber wenn man stirbt und so, nicht schlimm. Weil man behält ja den Skill. Du levelst ja alles, deine Waffen und deine Fertigkeiten und so weiter. Und wenn du dann drauf gehst, ist egal, dann hast du das trotzdem alles noch. So wird dein Charakter dann nach der Zeit immer besser in allen Sachen, ne? Leb bloß immer die Sachen halt, ne? Aber WTF, warum bin ich denn so weit weggeflogen oder über die Karte? Weil ich wollte gerade ausfahren und der ist hochgeflogen, der Wagen und nach hinten weg, weißt du? Also, kann man wirklich im Livestream sehen. Ich glaube, ich mache da mal noch ein kleines Video draus. Das ist ja echt verrückt hier alles. Was? U? Mit Doppel U. Warte mal. Ups. Kannst du mal die rausbrettern? Was haltet ihr davon? Da springt ja jemand drauf an. Man munkelt. Ah, die müsste ich einkaufen. Ich habe gar nichts mehr zu fressen, Leute. Außer Reis. Tonnen von Reis habe ich noch, ne? Hm. Irgendwie auch keine Lust los. Sieht aber auch aus, ne? Oh, wo ist hier, ey, das Flughaus da? Aufpassen, dass ich hier gleich wieder fliege. Automatische Türen fehlen irgendwie noch, ne? Na komm hin, Jung. 24 Grad. Ah, deswegen fange ich hier langsam wieder schwitzen an. Geht nicht, Alter, ey. Boah, ist mir zu kalt oder zu warm, ne? Echt, ey, geht's kaputt hier, Mann. Keiner zu Hause heute. Ganz alleine. Ja, wir brauchen noch ein paar Members hier bei uns in der. Oh. Halt. Wollte ich gar nicht. Oh nee, nimm doch den Schnauze da mal raus, Alter, ey. Was ist denn das, Aber das, was soll denn das? Hat der mich gekriegt? Warum nimmt er denn die Schnauze da raus, der Penner, Alter? Ist das dämlich oder was? Oh, Leute, ey, seht ihr, so kann man die Autos verlieren, ne? Scheiß gemacht, ey. So, danke.
Hat der mich gekriegt? Nee, Gott sei Dank nicht. Es kann auch sein, dass der explodiert, der Wagen, ne? Ist mir bei allen hier vorne passiert. Also ich habe das zu früh zugemacht irgendwie. Und Jasmin war, glaube ich, im Auto oder so, ne? Direkt explodiert, Alter. Im Auto sogar noch, ne? Irgendwie ist das echt crazy hier, diese ganze Scheiße mit den Türen und alles. Und Autos und so. Vielleicht müssen wir echt noch mal ein bisschen größer hier bauen, ne? Denke ich, hier steht wieder ein Spiegel fest. Hätte ich Damage gekriegt, Alter. Ganz schöne Menge, ne? Da gehen mir die Spiegel aber auf den Sack. Hier, wo ist Minou jetzt, Alter? Kommt der nochmal zurück oder ne? Mann. Hier ist hier in sein Auto noch. Wir sind hier doch keine... Das gibt bald Mietgebühren hier, Minou, Alter. Wähl dich mal. Hä? So geht das nicht. Level! Ja, der hat noch alle seine Sachen hier. Guck an. Während ich meine, ich schon 30.000 Mal wieder verloren habe hier. Ich muss da... Oh, ich muss mich bandagieren. Hui. Put, put, put. Nee, heute ist Feierabend. Müde, keine Lust mehr. Einfach mal nach Hause kommt, hier schon wieder fast gestorben, Alter. In der einen Bude. Mhm. Geht gar nicht, sowas. Jetzt klappen. Stück. So, guck an. Granaten, das ist ja auch noch nicht gemacht. Hier, guck mal. Gut, dass wir eine gefunden haben eben, ne? Meine Reihe wieder komplett. Ja, sieht schon wieder so ein bisschen aus, so wie ich war, ne, Leute? Aber keine Ahnung. Man verliert ja immer mal wieder irgendwie Sachen, ne? Feuerzeug, das war aber irgendwo anders. Das war doch nicht oben, ne? Ich glaube, das war ist eine zu viel, ne? Und dann das war Ding, das Ding war, glaube ich, hier dann irgendwie, oder? Munition. Vielleicht fehlt mir noch irgendeine Tasche, ich weiß es gerade nicht. Mann, Monkey. So, was haben wir da nochmal dran, das Schönes? Machen wir das Ding rein. Ja, der Rest liegt noch im Auto. Ja, muss man sehen. Hat das was? So rote Händchen? Keine Ahnung. Ja, ich würde eher sagen, wir Banditen bleiben aber komplett schwarz, oder? Oder was ist das? Silber hat er jetzt an, glaube ich. Und Farbe können die anderen so mehr, ne? Oder? Meint ihr nicht? Banditen ist mal schön, schön schwarz im Dunkeln, so im Busch, so. So zum Beispiel. Und dann sehen wir uns, Freunde. Wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder. Bis dann.